Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen auf meinem Channel YouTube. Heute mit einem neuen Tutorial von mir, dem Patrick Glashammer, zum Thema harmonisches Mixen. Ja, harmonisches Mixen hat bestimmt schon der eine oder andere gehört. Der andere kann vielleicht damit gar nichts anfangen. Ist auch völlig wurscht, du hast dieses Video gefunden und wir gehen hier zusammen das Ganze mal von A bis Z durch, so dass dann auch hoffentlich jeder versteht. Denn harmonisches Mixen ist einfach auch nochmal ja, wie eine Art Königsdisziplin zu verstehen, neben dem Beatmatchen, neben der Track Selection und so weiter und so fort, was man so als DJ macht. Ja, und wofür überhaupt dieses harmonische Mixen dient, das schauen wir uns hier jetzt mal an. Eben genau, dass uns so etwas nicht unbedingt passieren sollte. Voy a la playa, había subido la marea. Y tú. Ja, ich hoffe, ihr konntet genauso schmunzeln wie ich. Aber zurück zum Thema. Wir wollen ja hier harmonisches Mixen erklären. Und das tun wir jetzt auch. Wie gesagt, ihr habt schon bestimmt gemerkt, dass der ein oder andere Track super miteinander passt. Hier bei euren Übergängen und die anderen irgendwie sind zwar cool, aber irgendwie passt gar nicht. Im schlimmsten Fall beißen die sich komplett. Und damit eben uns sowas nicht passiert, gibt es da eine ganz, ganz leichte Orientierungshilfe, die eigentlich echt easy zu verstehen ist. Und zwar ein Camlot Wheel, was wir jetzt auch eingeblendet sehen. Und dieses Wheel besteht aus Zahlen, so wie ihr das jetzt gerade auch seht. Und wenn ihr das jetzt mal wie eine Uhr lesen tut, also das heißt von 12 Uhr beginnend oben im Uhrzeigersinn runter von 6 Uhr zu 11 Uhr wieder hoch und dann sind wir wieder bei 12 angekommen. Ja, ergibt das Ganze einen Kreis natürlich. Was für ein Gelaber. Ja gut, jedenfalls haben wir außen einen Ring und innen einen Ring. Und außen seht ihr ja, dass da überall Buchstaben mit B markiert sind und innen alles Buchstaben mit A. Was uns jetzt aber erstmal auch gar nicht interessiert, denn viel brennender interessiert uns doch, wie bekomme ich denn überhaupt diese Zahlen, dass ich da irgendwas überhaupt ableiten kann von meinem Track. Ja, und diese Zahlen, die bekommt ihr ja, durch Software im Endeffekt, die eure Tracks analysieren, wie zum Beispiel Mixed-in-K. Mixed-in-K ist eine externe Software, die eigentlich dieses Wheel auch erfunden haben oder als erstes rausgebracht haben. Da nagelt mich jetzt bitte nicht fest. Und diese Software, die analysiert eure Tracks auf BPM, auf Tonhöhe und so weiter und so fort und hinterlässt dann im Tag-Feld quasi eine Zahl. Aber heute ist ja die Technik auch weitergeschritten und egal mit welcher Software ihr arbeitet, zum Beispiel Traktor, Serato, Virtual DJ, Recordbox, habt ihr ebenfalls diese Möglichkeiten, eine Tonhöhe zu bestimmen oder von der Software bestimmen zu lassen. Nur jede Software arbeitet halt ein bisschen mit einem anderen Algorithmus. Das heißt, die errechnen nicht alle genau denselben Wert. Wenn ihr natürlich nur bei einer Software bleibt, dann passt es ja, weil ja immer der falsche Wert dann im Endeffekt errechnet werden würde bei bestimmten Tracks. Und ja, wer da so der Beste ist, nach meiner Erfahrung, ist halt nach wie vor Mixed-in-K. Und davon bin ich absolut überzeugt, aber nicht nur ich, auch viele andere Leute. Gut, nur mal so am Rande. So, zurück zu unserem Wheel. Ja, wie macht man das jetzt mit diesem Wheel? Wie wende ich das überhaupt an? Und dieses Prinzip ist super easy. Ja, und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel den Track spielen mit 12a, der errechnet wurde. 12a legen wir auf, dann haben wir die Möglichkeit, immer den Nachbar davon zu nehmen. Zum Beispiel jetzt in diesem Fall 12a spielt, dann könnten wir 1a nehmen. Wir könnten den anderen Nachbar nehmen, 11a, oder wechseln in den äußeren Ring mit 12b. Also 1b und 11b geht nicht. Ja? Also das wäre nicht so optimal. Also 12a, 1a, 11a und 12b haben wir als Möglichkeit. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Titel mit 6b spielen,
dann hätten wir die Möglichkeit, natürlich 6b auch zu spielen, weil wir dann in der gleichen, den gleichen Buchstaben haben. Aber wir könnten auch den 5b spielen, den 7b spielen oder in den inneren Kreis gehen mit 6a. Ich denke, dieses Prinzip ist eigentlich völlig easy zu verstehen. Und ja, das war es eigentlich schon zu erklären zu dieser tollen Scheibe. Und wer da wirklich noch genaues was drüber wissen möchte, der bleibt einfach jetzt mit mir dran. Denn es ist so, dieses Wheel, wenn wir da mal zurückgehen, besteht zwar aus Zahlen, aber was sind diese Zahlen? Diese Zahlen sind Kodierungen für jeweilige Noten, die hinter dieser Zahl dann stehen. Also das heißt, jeder Titel hat ja seine bestimmte Aura, die er ausstrahlt. Der eine happy, der andere eher so sentimental oder was der Geier. Und hinter diesen Zahlen stehen diese jeweiligen Noten. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, welche Noten hinter diesen Buchstaben stehen, dann sieht es so aus. Wir haben, wie bereits schon erklärt, für jede Zahl dann eine Note. Zum Beispiel, wenn wir oben bei 12b anfangen, haben wir ein E Major, was dahinter steht. Und wenn wir im Uhrzeigersinn weitergehen, wäre es dann ja die 1b, B Major, ja, und so weiter, F Sharp, bla bla bla. Und innen der Kreis seht ihr D Flat Minor bei der 12a und für die 1a steht A Flat Minor. Und diese Noten, das sind diese Grundstimmungen, wo dieser Track dann im Endeffekt transferiert und auch dieser Track geschrieben wurde. Das heißt, diese Überbegriffsnoten, was ihr hier seht, beinhalten dann wieder bestimmte Skalen, welche Noten innerhalb dieser Tonhöhe quasi gespielt werden können, dass die zueinander passen. Aber das würde jetzt zu tief ins Detail gehen. Deshalb wechseln wir jetzt mal die Ansicht und ich erkläre euch mal ein bisschen was zum inneren und äußeren Kreis. Weil außen, habt ihr ja gesehen, steht nur Major und innen nur Minor und das erkläre ich euch jetzt. Ja, willkommen zu einer neuen Ansicht und lasst euch bitte nicht hier einschüchtern davon. Es ist einfach nur von mir ein bisschen vorbereitet, um es besser näher zu bringen hier. Und zwar seht ihr ja hier diese Grafik, wo oben so ein Keyboard-Tastatur abgebildet ist, beziehungsweise Klaviatur. Und wenn ich da jetzt mal tippe, dann kommen natürlich oder werden natürlich diese Noten gespielt. Und ihr hört ja jetzt, eine Note alleine ist natürlich die Note. Ja? Aber sie versprüht ja jetzt noch keine komplette Harmonie. Eine komplette Harmonie bekommen wir erstmal, wenn wir schon mal 2 drücken. Dann hört ihr, wird es schon voller. Also hier wird die alleine. Und wenn wir dann 3 drücken oder spielen, dann haben wir eine komplette Harmonie, ja? Weil das hier ist jetzt ein Akkord und der setzt sich aus 3 Noten zusammen. Wie und was interessiert uns alles eigentlich gar nicht. Uns ist einfach nur wichtig zu verstehen, dass natürlich jedes Lied seine eigene Harmonie versprüht und diese Harmonie ist dann verwurzelt mit diesem Dreiklang im Endeffekt. Ja? So kann man sich das einfach vorstellen. Und da gibt es jetzt aber nochmal einen Unterschied, denn wir haben ja einen äußeren und einen inneren Ring. Ja, und wenn ihr da jetzt mal schaut, zum Beispiel in dem äußeren Ring, dann haben wir jetzt zum Beispiel auf C Major, also diese 8b, C Major, haben wir dann auch natürlich einen Dreiklang. Und dieser Dreiklang verkörpert diese Harmonie, also es ist diese Wurzel von diesem Track. Ja, so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Und der hört sich dann so an. Und wenn wir jetzt mal in den inneren Kreis gehen und gerade bei dem C bleiben, damit wir mal einfach einen Vergleich haben, also das war ja jetzt C Major und wir gehen jetzt nach innen auf 5a, diesen C Minor, dann hört der sich so an. Ist ja derselbe Akkord, nur halt Minor und nicht Major. Und wenn ich die jetzt mal abwechselnd spiele, vielleicht fällt es euch auch auf. Dann ist es so, dass dieser C Major einfach irgendwie so ein bisschen heller wirkt und so weiter. Ja? Währenddessen der Minor Chord eher so sad wirkt, also so emotional, sentimental, so deeper irgendwie. Und das ist das, was uns eigentlich interessiert. Also von daher, der äußere Ring, ja, das ist alles ja Major und das sind eher so die
Happy, brighter Dinge, ja. Währenddessen der innere Ring mit den ganzen Miners eher so deep ist, ja, und so emotional und sentimental. Ja. Und wenn ihr mal in eurer Collection oder Library schaut, dann werdet ihr mit Sicherheit feststellen, dass ihr von einem Buchstaben auf jeden Fall viel, viel mehr habt als vom anderen Buchstaben. Ja, gut, soweit nun mal vom Grundverständnis. Ja, wir gehen jetzt mal über auf eine etwas andere Ansicht. Und zwar haben wir jetzt gelernt, dass wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir uns mal den Titel 7a, ja, also das wäre jetzt unser Titel, der spielt, und 7a, da seht ihr ja, ist der innere Ring, wo D minor gekennzeichnet ist. Und wenn der jetzt spielt, dann hört er sich von der Grundstimmung, ja, also jetzt wirklich heruntergebrochen, ist natürlich alles viel geschickter gemacht in der Praxis, aber heruntergebrochen transferiert er diese Stimmung. Das wäre jetzt 7a, dieser D minor, ja. Wir haben jetzt gelernt, wenn wir jetzt zum Beispiel 7a spielen, können wir auch 8a spielen oder 6a spielen oder 7b spielen, also wieder in den äußeren Ring springen. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel machen, 7a auf 8a, stellt euch jetzt mal einfach vor, ihr spielt hier diesen Titel und wolltet dann oder möchtet dann 8a spielen. Der hat diese Harmonie. Und jetzt hört ihr, wie ich die abwechselnd spiele. Und wenn diese zwei Titel dann beim Mixen, beim Übergang aufeinandertreffen, dann hören die sich so an. Und da seht ihr oder hört ihr die ganze Fülle, ja, die sich jetzt daraus ergibt, wenn die zwei zueinander finden, dann ja, gibt es einfach nochmal einen viel, viel mehr größeren Pusher, ja, der zusammen harmoniert. Und genauso ist es mit 6a. Also wenn wir jetzt 6a mischen wollten auf 7a, dann würde sich der 6a so anhören, weil das ein G Minor ist. Wir spielen den hier. Und zusammen hören die sich dann so an. Ja, und wir haben ja dann noch die Möglichkeit, von 7a auf den äußeren Ring zu kommen, auf 7b. Das wäre dann der F Major und der hört sich so an. Wir 7a und zusammen hören die sich dann so an. Ja, perfekte Sache. Also es heißt, solange wir uns da drin bewegen, sind wir eigentlich so gut wie safe. Ja, natürlich kann man sich nicht immer komplett darauf verlassen. Man ist DJ, man muss es auch selbst hier hören und so weiter und so fort. Aber nur mal zum Verständnis. Ja. Und ja, was ist denn, wenn ich jetzt einfach diese Scheibe nehme und sage, nee, du, ich habe gar keinen Bock da die ganze Zeit nur links und rechts mich bewegen zu können und ja, keine Ahnung, bewege mich da hier hin und her. So langsam und öde, ja, dann probieren wir doch einfach mal zum Beispiel von 7a auf 1b zu kommen. Und 1b steht ja für B Major und den hören wir uns jetzt mal alleine an. Der klingt dann so. Und ja, wir sind ja hier. Und wenn wir die jetzt zusammen spielen bzw. aneinander treffen, ja, dann hört sich das natürlich absolut schrecklich an, denn da kommt dann das dabei raus. Also das passt überhaupt nicht. Ja? Von daher, wie gesagt, bewegen wir uns wie vorgesehen und somit haben wir dann eine tolle Voraussetzung, dass die zwei Tracks miteinander passen. Ja, ich habe ein bisschen noch mal was vorbereitet und zwar, damit wir hier überprüfen können, dass wir hier nicht einen völligen Quatsch hier erzählen oder ich euch hier erzähle. Und zwar folgendes, ich habe hier eine Fläche und diese Fläche, die ist ja jetzt auf, wie wir gerade gelernt haben, auf 7a, ja, also D minor. Wenn wir jetzt einen Titel nehmen, ja, aus unserer Collection und da habe ich was vorbereitet, wie ihr hier seht, der wurde mit 7a ebenfalls analysiert. Also das heißt, es ist ein D minor im Endeffekt und ihr werdet jetzt hören, wenn ich den abspiele, dass ihr das jetzt gar nicht so klar ausfindig machen könnt, wie man es hier jetzt hört. Ja. Aber dieser Titel, der müsste ja dann zu dieser D minor Note und sogar für die Nachbarschaften 8a und 5a sowie 7b passen. Deshalb lassen wir jetzt mal den Titel laufen und ich spiele diese Fläche dazu rein mit den Nachbarn, die ja dazu passen.
Und dann hören wir mal uns das an, ob wir dann wirklich harmonisch trotzdem dann noch dabei liegen bei der ganzen Geschichte. Ja, dann machen wir hier mal ein bisschen lauter. Titel kommt. Hören wir uns erstmal an, so dieses kurze Stück. Und dann werde ich dazu spielen, diese Fläche. Okay, ich gebe Gas. Absolut zueinander gut passt und von daher hoffe ich auch, dass ich euch das ein bisschen verständlicher hier rüberbringen konnte, so dass ihr zumindest ungefähr wisst, um was es da geht mit dem äußeren und inneren Ring. Wir wechseln mal wieder die Ansicht, denn wir benötigen ja nicht hier sowas, sondern wir wollen es ja in der Praxis auch sehen und wer Lust hat, kann da gerne noch ein bisschen weiter schauen. Ja, willkommen zurück hier zur eine Ansicht, die wir auch gewohnt sind hier, eine DJ-Ansicht. Wir haben zwei Decks und natürlich unseren Mischer und können hier direkt mal Musik abspielen. Ein bisschen laut hier, machen wir mal ein bisschen leiser. So, und ihr seht, hier die Tracks habe ich schon ein bisschen vorbereitet und hier wurden die ganzen Tracks auch schon analysiert. In diesem Fall habe ich es jetzt mit Mix&K gemacht. Ja, aber wie gesagt, keine Sorge, ihr könnt auch das analysieren oder beziehungsweise die Tonart bestimmen lassen mit jeder Art Software. Die haben das alle heutzutage drin, also sei es Traktor, Serato, Virtual DJ, Recordbox selber und so weiter. Aber wie gesagt, ich sag euch halt nur, mit was ich das so mache und das war jetzt in diesem Fall Mix&K. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass Mix&K kostenpflichtig ist. Ja? Ja, wir haben hier, seht ihr, die 1A errechnet bekommen und so könnte das jetzt ungefähr aussehen. Also wir bewegen uns von dieser Scheibe quasi, von dem Camelot Wheel nach oben. Wir könnten natürlich auch hin und her pendeln und so weiter, aber ja, wir machen das jetzt mal hier so als Beispiel. Ja, und bevor wir mixen, müssen wir natürlich darauf achten, dass wir hier dieses Master Tempo, den Key Lock, so heißt es auch bei manchen, dass der an ist. Denn wenn der aus ist und wir pitchen hier unseren Track, also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt einen Schallplattenspieler, da läuft eine Schallplatte drauf und wenn ihr die dann schneller laufen lasst, dann kommt ja dieser berühmte Mickey Mouse Effekt und genau das gleiche haben wir hier natürlich dann genauso. Das heißt, die Tonhöhe wird nicht gleich bleiben, denn die verändert sich. Also wenn wir jetzt mal hier hochgehen und das mal schneller pitchen, dann hört ihr, wie die nach oben geht und hier könnt ihr es auch nochmal sehen, in welche Art Tonhöhe sie dann reinfällt. Also wir haben da nicht mehr 1A, sondern in dem Fall wäre es sogar 10A. Genauso, wenn wir natürlich nach unten gehen, dann wären wir hier bei 4A und ihr hört es ja auch selber, dass der Titel dann viel tiefer wird. Ne? Und damit uns das eben nicht passiert und wir immer hier in dieser Tonhöhe bleiben, die auch errechnet wurde, ja, müssen wir hier dieses Master Tempo bzw. Keylock anmachen. Denn wenn wir jetzt pitchen, hört ihr, wie der Track schneller wird und die Tonhöhe bleibt aber gleich, weil das davon unberührt bleibt. Ja. Genauso beim Langsam. Ja, von daher nicht vergessen, Leute, Master Tempo unbedingt anmachen. Ja, und wir legen jetzt mal los. Also keine Angst, nicht, dass ihr denkt, ich mixe jetzt hier das ganze Ding da durch. Wir spulen natürlich immer vor. Jedenfalls auf 1A zu 2A, das passt ja. Und da haben wir jetzt auch den nächsten reingeladen. Und dann spulen wir uns mal hier vor, bis zu einer geeigneten Stelle, wo wir hier dann einen Übergang machen könnten. Ja, und da hört ihr schon mal meinen allerersten Fehler. Ich arbeite ja hier mit der Maus und da habt ihr gehört, ich war ja gar nicht im Beat. Und wäre natürlich bescheuert, wenn ich jetzt hier anfange mit der Maus zu Beatmatchen. Von daher machen wir es uns bequem mit Beat Sync und starten nochmal hier den nächsten Übergang. Oder unseren Übergang von 1A auf 2A. Ja, jetzt hört sich das schon ein bisschen besser an.
da seht ihr, also ich erkläre mal einfach so ein bisschen was dazu. Ich hoffe, das passt. Hören wir erstmal rein, was hier der zweite Track im Endeffekt auch uns überhaupt erzählt. So hören die sich zusammen an. Hier alleine. Und hier diese Stelle, was jetzt kommt, können wir eigentlich gut nutzen, um Bass hier die Kick vom anderen reinzumachen. Jo. Und da hört ihr schon, dass die absolut gut zueinander passen. Ich habe jetzt hier am Deck 1 eigentlich nichts verstellt an den Equalizern, weil es eigentlich gar nicht nötig ist, weil ihr seht ja hier diese Zacke und dieser mega Abfall. Von daher lassen wir den Sound richtig schön rund mitlaufen. Ja. Und wir könnten jetzt hier auch am Ende das dann nochmal mit dem Spiral zum Beispiel auslaufen lassen, echomäßig. Damit das Ganze noch mal ein bisschen ruhiger runter wird, nicht ruhiger, runter wird. Ja, und da hört ihr schon, dass wir unseren Übergang sehr gut machen konnten von 1A auf 2A. Ihr seht auch hier, bin ich natürlich viel zu laut hier mit meinen Gains, aber ich versuche das mal einzustellen, dass wir das richtig haben. Also ihr solltet natürlich nicht übersteuern, ja, das Ganze. So hört man mich auch noch gut. So, 1, 2, 1, 2. Jawohl. Also unser Track läuft auf 2A und wir können jetzt hier auf 3A gehen und ja, präparieren hier unseren Track ein bisschen vor. Hier natürlich, der Track läuft und läuft und wir warten natürlich auf eine richtig gute Phrase, die wir dann haben. Immer mitzählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vielleicht habt ihr es auch gehört, hier war ganz gut zu hören, dieses Doppelclap im Endeffekt. Ja. Und das habe ich jetzt hier genommen, um reinzugehen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier sich aufbaut. Hier haben wir ja noch genügend Zeit, über eine Minute. Und hier dieser Track, der läuft ja ganz langsam rein. Und mal jetzt ein bisschen ruhiger. Da hört ihr schon, wie er kommt. 3A auf 3A. Auch hier könnten wir jetzt warten am Deck 2, bis die Kick sich von selbst dann im Endeffekt auflöst. Wir könnten das natürlich auch selber bewerkstelligen, indem wir hier einfach ein bisschen runterziehen. Den Bass ist ja klar. Das Ganze natürlich intakt. Ja, und auch hier hört man es, glaube ich, ganz gut. Wir haben jetzt noch die Hi-Hats und die Claps vom anderen Track drin. Und wenn wir jetzt doch noch mehr Zeit benötigen sollten, damit das Ganze hier richtig rund sich anhört, können wir natürlich das Ganze auch loopen und dann halt irgendwie rausgehen. Das könnt ihr euch ja selber vorstellen, wie wir das machen können. Hier, wo ich jetzt gerade drehe, das nennt sich Filter. Das wisst ihr ja bestimmt, wenn ich den nach links drehe, dann wird es tiefer und nach rechts wird es höher. Also hier nochmal. Ja, okay. So, wir haben unseren Track hier, unseren Übergang bewerkstelligt und würden jetzt zum Beispiel in den äußeren Ring reingehen, also von 3A auf 3B. Das passt ja auch. Und ja, da können wir hier auch die nächste. Hier seht ihr so eine kleine Zacke, die nehmen wir gleich mal mit. Also das wäre jetzt hier gewesen, aber ich sehe gerade, wir haben ja noch viel, viel mehr Zeit. Vielleicht können wir das dann hier einfach, ja egal, machen wir von hier aus. Und ihr seht, ich bin jetzt nicht auf der 1 reingegangen, sondern eher hier so verschoben ein bisschen, was aber kein Problem darstellen dürfte, denn wir sehen auch hier, dass diese Zacken sich ja langsam abbauen und dann wir hier hinten wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nur noch Beat haben. Und hier dieser Track baut sich ja auch so langsam auf. Machen am linken Deck.
hier zu früh rausgehen, dann klingt das Ganze ziemlich trocken, so wie es jetzt hört. Also lassen wir es so ein bisschen mitwackeln. Auch hier könnten wir jetzt nochmal, hier hören wir ja gemeinsam auf, also könnten wir es ja jetzt loopen. Ja, und dann haben wir schon hier 3A auf 3B bewerkstelligt. Und können jetzt, also ihr müsst natürlich nicht bleiben, ich denke das Grundprinzip ist klar, aber wer mag, kann ja noch weiter ein bisschen zuschauen. Wir gehen jetzt von 3B wieder zurück auf 3A und ja, lassen da mal weiter hier irgendwie den Schutz wackeln. Gehen wir mal hier vor. So, 3, 4. Ja, hört mal hier an den ersten, am ersten Track. Und das kam jetzt gleich direkt ziemlich brutal rein. Also auch hier können wir natürlich schon schauen, dass wir das ein bisschen sanfter machen, indem wir hier die Mitten rausnehmen und die dann reinschwimmen lassen. Ja, man muss natürlich auch schon das Feld treffen hier mit meiner tollen Maus zum Play drücken. Ja. Jetzt hört ihr, haben wir diese Mitten von diesem Track, dieses ganz dumpf. Und können das jetzt hier so langsam einschleichen lassen, dann kommt es, glaube ich, ein bisschen schöner. Jetzt hört ihr, wie der Deck 1 so aufsteht. Wunderbar zusammen. Und auch hier müssen wir jetzt nicht wieder warten, bis wir hier diesen Kickabfall haben zum Kickwechseln, Bass wechseln. Wir können das ja auch hier ganz gut so bewerkstelligen. Ja, wie wir rausgehen, dürfte auch klar sein. Wir gehen von 3A auf 4A. Und schaut mal, hier wird ein ganz langer Übergang im Endeffekt. Also hier können wir ja schon einsetzen. Da können die schön parallel miteinander da jodeln. Und geben. Auch hier ist diese Snare im anderen Track ja, sehr prägnant. Auch hier hätten wir das jetzt wieder ein bisschen abdämpfen können, das Ganze. Damit wir mehr drin sind im Track und nicht gleich das so übertönen. Ja. Und ihr seht, es reichen immer eigentlich echt kleine Nuancen hier. Also man muss hier nicht rumreißen oder irgendwas. Ist natürlich alles erlaubt, aber wenn ihr so harmonisch mixt, dann sind lange Übergänge eigentlich ganz cool. So wie es hier jetzt auch eigentlich im Endeffekt hört. Die schmelzen ineinander, die zwei. Zeit. Also ich muss jetzt hier den Bass auch noch gar nicht reinmachen, weil der läuft ja immer noch so lange. Da können wir hier die Zacke nutzen, um dann den Bass, die Kick quasi zu wechseln. Jetzt kommt sie hier, die nehmen wir mit. Und jetzt haben wir diesen Wechsel gemacht von 1 auf 2. Jetzt haben wir verstärkt diesen Zweier auf jeden Fall drin, ja, Deck 2, 3A auf 4A. Und auch hier hört ihr, passt einwandfrei. Wenn wir ganz gut sind, müsst ihr jetzt aufhören mit dem anderen hier in diese Zacke rein. Wir können auch hier jetzt wieder so ein bisschen Spiral machen. War jetzt nicht der Hit, da hätten wir es jetzt ein bisschen weiterlaufen lassen können, weil hier auch Claps drin sind und dann langsam raus, aber ja, passt schon. Also, wir sind jetzt auf 4A und wir bleiben bei 4A. Also wir können natürlich auch die Tonhöhe gleich bleiben lassen, dann müssen wir hier natürlich richtig tunen. So, und das machen wir jetzt auch. Und dann spulen wir mal hier ein bisschen vor. Also der
Track, der wackelt hier vor sich hin. Und wir nehmen hier die nächste Zacke, ganz klassisch. Action. Ja. Da hören wir auch noch von Track 2, diese Hi-Hats, die prägnanten. Müssen wir uns dann auch was einfallen lassen, dass wir nicht ganz so abrupt dann das Ganze aufhören lassen. Und hier seht ihr schon, wird es langsam eng hier. Da tut sich auch nicht mehr viel. Also von daher können wir den ruhig mal loopen. Und ihr hört noch dieses Wah. Wah. Und das können wir ja mit reinnehmen. Seht ihr wieder, wir können ganz gemütlich mixen, die zwei, die wurschteln da schön miteinander mit und hier könnten wir dann quasi rausgehen an Deck 1, wo ich jetzt hin zeige. Könnte man hier auch leiser werden, wenn man es ganz einfach machen möchte. Natürlich könntet ihr jetzt zum Beispiel bei diesem Wah, ja, zum Beispiel auch hier mit Echos und so weiter arbeiten. Achso, ja, ich bin auch geil. Das war natürlich hier der Klassiker. Man ist hier auf Deck 1 und spielt. Ja, yeah, alle tanzen und du kommst einfach mal her und bam. No problem. Ja, der Track hier läuft. Wir gehen jetzt von 4A auf 5A und suchen uns da jetzt natürlich auch eine geeignete Stelle raus. Hier ist nochmal so ein guter Zipfel hier. Dann nehmen wir uns den mal mit. Drauf achten und hören. Ja, auch hier hat man es jetzt gehört, wie ich hier gemacht habe. Das war natürlich jetzt nicht so der Hit. Und ja, auch hier hört ihr, haben wir hier diese Clap. Und die müssten wir da hier schon ein bisschen schöner angleichen, also dass es da schöner drin ist. Machen wir das mal hier. Besser drin. Ja. Dafür habt ihr ja einen Kopfhörer und könnt hier cueen und so weiter und das Ganze ein bisschen vorbereiten und auch miteinander abhören und so. Kann ich ja jetzt in dem Fall nicht. Ich mache das hier im Endeffekt live. Ja, und jetzt ziehen wir langsam so diese Clap hoch, um den Hörer auch ein bisschen mehr zu fokussieren auf die Deck 2. Hier hört man schon so in diesem Deck 2, wie oben dieses und da zieht sich so nach oben, hört man. Das ist für uns gut, wir brauchen jetzt gar keinen Basswechsel oder in den Tiefen was machen, sondern eher die 1. Guck mal, jetzt kommt der so. Da, 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 da. Und mit dem können wir mitschwimmen, mit dem Filter von der 1. Ja, und hier natürlich nachregeln und hier gleichzeitig so ein bisschen langsam runtergehen und dann wären wir schon auf der 2 dann im Endeffekt drüben. Ja, lief ja super. Dann machen wir gleich mal den nächsten hier. Oh, hoffentlich schaut es so schnell. So, mit meiner Supermaus. Und auch hier hören wir wieder. Was ist das? Das sollte man auch nicht vergessen. Sorry, ich mix nicht so oft mit der Software. Ja, hört man das auch? Ja, jetzt ein gutes Beispiel. Die zwei, die passen eigentlich so weit zueinander, aber es hört sich irgendwie scheiße an. Ja? Weil wir haben hier in diesem Track, wenn ihr mal hört, haben wir mal von Anfang. Wir haben diesen klassischen Dreiklang im Endeffekt drin. Ding, ding. Und drüben, dieser Track hier, der ist aber auch noch, also der läuft ja auch noch volles Rohr.
Und wenn wir jetzt hier da reingehen, ja, mit dieser Maus ist einfach nichts, Leute, sorry, tut mir leid. Wenn wir hier jetzt reingehen, dann hört ihr, sie passen zwar zueinander, aber die harmonieren ja als nicht wirklich richtig miteinander. Ne? Deshalb ist es wichtig, dass wir hier diese Phrasen auf jeden Fall abwarten oder die richtigen Phrasen erwischen und ihr natürlich eure Tracks auch gut kennen müsst. Wenn wir hier jetzt mal schauen, hier unten baut er sich nochmal ab, also das ist die Phrase zu Ende. Und dann können wir hier mit der Lücke, seht ihr, wird nochmal angekündigt. 1, 2, 3, 4. Ja, und jetzt hört sich das auch perfekt an. Auch hier vorsichtig mit den Bässen. Quasi hier wäre jetzt so ein Wechsel gewesen. Ich kann hier mit meiner Maus schlecht machen. ja, aber auch hier hört ihr, funktioniert wunderbar. Der hier ist richtig schön drin auch noch. Ja, und jetzt als letztes Beispiel haben wir hier 7b, also 5b auf 7b. Ja, was macht er denn da? Geht es? Das hatten wir doch gar nicht so. Ja, aber ich kann euch sagen, doch, das funktioniert sehr gut. Ihr könnt natürlich auch Zweiersprünge machen hier in dem Ganzen. Und das hat sogar einen bestimmten Effekt, das Ganze. Ja, man kann sagen, man kann damit Boost erzeugen oder Boost ist vielleicht, ja doch, ein Boost kann man erzeugen. Man kann auch damit im Endeffekt so eine andere Stimmung nochmal verkörpern und so weiter. Und da lasst euch aber auch gesagt sein, wenn ihr so Zweiersprünge macht, dass ihr das nicht unbedingt die ganze Zeit machen solltet. Also es ist natürlich immer nochmal ein Unterschied, ob ihr live auflegt oder ob ihr ein Mixtape macht oder wie auch immer. Aber das kann halt auch sehr schnell so ein bisschen, ja, die Leute überfordern. Wir hören es uns einfach mal an, wie das dann sich anhören würde, wenn wir jetzt so einen Zweiersprung machen und so eine Art Boost da reinhauen. Boost ist ein dummes Wort, aber ja. Ja, hier haben wir jetzt auch wieder die Phrase erwischt und wenn ihr jetzt mal hört, hier oben, das kommt, ist okay, aber das hätte man auch besser machen können, weil wir haben ja hier oben eigentlich den ganzen Titel noch, ja. Und da wird jetzt einfach nur im Großen und Ganzen die Kick weggenommen und diese Hi-Hats, ja. Und genau das können wir jetzt mit dem anderen einfüllen, indem wir hier einfach nur die Kick einsetzen, die mitten natürlich runter machen. Und dann hört sich das auch schon mal ein bisschen besser an, das Ganze. Mal mit der Maus. So. Jetzt hört ihr, haben wir nur die Kick von der 2, was das fehlende Element im Endeffekt ersetzt in der 1. Können wir die auch ganz runter machen, haben wir nur die Kick. Und hier können wir dann jetzt schnell oder langsam, je nachdem, die Mitten oder Höhen einsetzen. Hier haben wir auch nochmal eine tolle Zacke. Oh, und hier wird sogar nochmal angekündigt. Da können wir dann die Mitten hochreißen. Sehr schön. Und auch hier passt es einwandfrei. Ihr hört bei der 1 dieses. Ja. Und wir können jetzt zum Beispiel hier sehen, wir haben nochmal diese Zipfel. Sie singt ja hier. Und das bleibt gleich. Also das, davon kann man sehr stark ausgehen. Von daher machen wir hier hinten nochmal ein Echo rein, um das Ganze zu verstärken. Ja. Somit sind wir von der 5b auf 7b gelandet. Ein Zweiersprung und jetzt achtet doch mal darauf, was das Ganze so, wie das auf euch wirkt. Ja, und da merkt ihr, irgendwas tut sich, hat sich getan, abgesehen davon, dass es jetzt zwei ja, langsamere Tracks sind. Ja. Aber irgendwie ist so eine neue Stimmung da. Das Ganze wirkt irgendwie frischer oder so eine Frische tut sich rein. Man kann es nicht ganz greifen, auf jeden Fall tut sich da was. Und das ist ein ganz gutes Beispiel für so einen Zweiersprung, ja? Wie ihr da nochmal so was einleitet, ja, im Endeffekt.
Ja gut, dann will ich euch nicht länger langweilen. Wer bisher geschaut hat, mein allergrößten Respekt. Vielen Dank, echt super und toll. Und ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Und habt es jetzt mal so weit verstanden, wie harmonisches Mixen hier vom DJ vonstatten geht anhand unserem Camlot Wheel, was ja wirklich absolut gar kein Problem ist. Von daher wünsche ich euch da draußen ganz viel Erfolg und bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns dann bestimmt zum nächsten Video. Von daher sage ich nun Tschüss, euer Patrick.